Auch wenn der Drachenkrieger die Oberhand über die kaiserliche goldene Krokodilbande errang, es passierte Wichtigeres. Die fünf waren losgezogen, um Tai Lung selbst zu bekämpfen. Doch so unglaublich sie auch waren, Shifu wusste, dass sie Tai Lung nicht das Wasser reichen konnten. Er musste sie finden. Mittlerweile hatte die Nachricht von Tai Lungs Flucht die Armee der langen Schatten erreicht. Die finstersten, zähnefletschendsten, am heimtückischsten kämpfenden Wölfe in ganz China. Ja, diese Typen. Sie kannten Tai Lung aus seiner Zeit in der Provinz. Und wenn er zurück war, war es an der Zeit, das Tal des Friedens in Schutt und Asche zu legen. Aber Tai Lung wollte nur die Drachenrolle und diesen sogenannten Auserwählten bekämpfen. Er hatte nicht erwartet, dass die furiosen Fünf auftauchen würden, was sie taten und ihn zum Kampf herausforderten. Was passiert ist, das war die unmöglichste, überragendste Kung-Fu-Rechenschaft aller Zeiten. Sehr amüsant. Aber sind das wirklich Shifus Beste? Nur einer ist würdig, gegen mich zu kämpfen. Wo ist also dieser Drachenkrieger? Woher weißt du, dass ich es nicht bin? Du? Ha, ich war schon hier, als du noch ein kleines Fellknäuel warst. Und du willst der neue Favorit sein? In Ordnung? Sonst noch jemand? Ja! Ich! In Ordnung. Lass den Kleinen mal machen. Oh Gott. Okay. Also Knöppis drücken. A. B. C. Oh Menno. Bei sowas stelle ich mich auch immer sehr schlau an. Ja, wer tut das nicht, ne? Mhm. A. B. X. A. A. X, Y. B. X, B. Gott. A. A. B. Y. Ganz schnell, zurück. Okay, oh Gott. Und B, A, Y. Und yeah. Besiegt. Hey, das war nicht so schwer. Sollten wir nicht feiern? Machst du Witze? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Mhm. Shifu hat dich gut gelehrt, aber nicht gut genug. Oh, wie schön. Voll romantisch und so. Oh ja. Zu spät, Shifu. Tai Lung hat die Versager 5 besiegt. Finde und rette die furiosen 5. Ich versuche Finde und rette alle 16 Dorfbewohner. Auch dieses werde ich tun. Nö, nö. Zerbrich den Käfig. Nö, 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 nö. Und ich dachte, das war's für mich. Oh, kleine Hoppelhäschen. Ja, bitteschön, dankeschön und tschüss. Ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das Spiel, also die haben ja schon die Lizenz zu dem Film. Mhm. Also mir kommt es halt so vor, als würde das ganze Spiel so komplett an dem Film vorbei. Ja. Na, also den richtigen Kampf, den sieht man ja im Film eigentlich viel mehr. Mhm. Und also es ist halt irgendwie immer nur so ganz nebenbei irgendwie. Und dadurch wirkt halt auch die Story so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Weil man ja halt nicht das erlebt, was im Film passiert, größtenteils, mhm, sondern eher so Sachen, die halt nebenbei. Genau. Ja, gut. Wollen wir mal nicht meckern. Also, das Spiel ist auch gar nicht mal so lang, glaube ich. Ja. Naja, wenn es nur ein paar Geschichten rundum den Film erzählt, dann ist ja klar, der Film ist ja auch nicht... Also ich kann mich auch kaum noch an den Film erinnern, das ist schon wieder so lange her. Aber wir haben den doch zusammen, glaube ich, gesehen. Ja, aber... Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob wir... Haben wir den ersten? Nee, ich glaube, wir haben den zweiten gesehen. Das kann natürlich oder auch. Beide. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich den zweiten ewig nicht gesehen habe. Hm. Also, ja. Mysteriös. Ja. So.
Tanzi, tanzi, du. Aber gut, es ist wirklich eine der besseren Filmumsetzungen. Mhm. Also, viele Filmumsetzungen sind ja absoluter Murks. Ja. Und das ist schon, obwohl man es nicht unbedingt erwarten würde, eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Also ich meine, weil es halt ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen Kloppen. Genau. Ne, aber mit vernünftigen Mechaniken eigentlich so. Also es gibt nicht nur eine Schlagtaste. Hm. Es gibt auch mehrere Sachen, die man halt anwenden kann. Das ist schon ein bisschen besser als so viele andere Spiele. So, was soll das darstellen? Ja, eine Trampolinwolke. So, jetzt nach vorne. Top. Boing. Sehr gut. Achso, nee, da waren Käfige. Wollen wir mal ein paar Häschen retten? Ja. Vermehrt euch, los. Genau, macht doch einfach neue. Da musst du nicht noch mehr befreien. Top. Okay, wahrscheinlich muss man alle furiosen 5 einzeln retten oder so. Mhm. Das ist ja oft in solchen Spielen so. So, links oder rechts? Ja, das hasse ich auch, ne? Gerne. Du kannst erstmal da auf die Steine gehen, nochmal zurück. Steine. Den einen Stein, genau. Ah, okay. Gut, ich gehe erstmal hier lang. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sehr gut. Unfreiwillig ausgewichen. Unfreiwillig? Naja, das sah schon nicht so gewollt aus. Ach. Na. So, da waren auch noch, genau, die kannst du auch noch mitnehmen. So, Brötchen brauchen wir nicht, kein Hunger. Das sind keine Brötchen, das sind Reisbällchen. Und dann halt Reisbällchen. Aber vielleicht sind es auch Reisbrötchen, ich weiß nicht so. Hm. Kann mich jemand hören? Nein. War da was? Ich habe nichts gehört. Hm, na dann gehe ich wieder zurück. Tja. So macht man das. So, dann hauen sie mal da drauf. Junge Dame mit B. Ist der Shifu, ihr seid gekommen. Es tut mir leid, Meister. Wir haben euch enttäuscht. Ja, nein. Schäm dich. Ich habe euch enttäuscht. Geh zurück zum Palast. Ich komme bald nach. Oh, sehr entschlossen, der Blick. Okay. Ja, da irgendwie ins Leere springen anscheinend. Das sieht ja lustig aus. Oh Gott. Boing. So, da musst du jetzt nach vorne springen. Boing. Ja, nur leider sieht man nicht so ganz, wo man hin muss. Ja. Jetzt kannst du entweder nach da vorne. Nee, du musst nach links, ne? Ja, glaub auch. Ja. Genau, nehmen wir erstmal alle Münzen mit. Okay. Okay. Ja, solche Sachen sind immer sehr ärgerlich. Und schön, dass die auch alle wieder da sind. Mhm. Darüber. Aber befreit hattest du doch den? Nö. Nee. Muss ich auch nochmal machen. Okay, aber die Häschen sind... Da waren gar keine Häschen. Ach nee, stimmt. Ja, dann... Mhm. Das finde ich jetzt aber wirklich blöd. Also den Speicherpunkt hätte man noch schon ein bisschen... Bisschen besser setzen können. Ja, verkloppe ich die nochmal. Aber das ist oft in Jump'n'Runs, dass man viele Sachen nochmal neu machen muss. Achso. Genau, dann den umhauen, das alles überspringen. Das geht nicht, doch geht. Okay, Konzentration. Ich verstehe auch gar nicht, warum man das nochmal machen muss, weil genau da war doch auch eine Zwischensequenz. Eigentlich hätte man doch. Aber gut, ich bin da eh nicht so verständnisvoll. So, jetzt aber aufpassen, dass du nicht wieder nach hinten stück. Nicht, dass wir da wieder durchfallen. Und... Hui! Sehr gut, und jetzt nach links. Ja, man sieht nicht so genau, wo man ist, ne? Und hab. Oh, na, die habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Aber ja, ne. Darauf. Ja, man braucht ja auch nicht alles, ne? Genau. So, da sind super die Kung-Fu-Meister. Welche? Was? Kung-Fu-Meister bin nur ich. Ja, aber das sind ja hier so Ninjas oder sowas.
Die so, können das doch auch bestimmt hier, ganz gut. Kann man hier kaputt nee. Machen? Nee. Okay. Kommen auch gleich die Affen mit. Ah ja, alles Verbündete hier. Schweinebande. Und wir haben nur einen dicken Panda und fünf Typen, die... Genau. Die sich von so einem anderen Tiger einfach verkloppen lassen. Naja. Manchmal ist auch Masse nicht unbedingt entscheidend. Ach so, ah nee, da ist ein Loch in der Brücke, da geht man lieber nicht rüber. Na, einfach so, na, la, ups. So wie in Comics dann, oh, hier ist genau. Gar keine Schwerkraft. Und ich glaube vielleicht durch das Tor durch. Das ist verschlossen. Also vorhin. Aber da sind irgendwie Löcher drin. Hat sich das ja auch erst geöffnet, als ich alle besiegt hatte. Ja, es ist wahrscheinlich, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Erstmal alle verkloppen und dann geht's durch die Tür. So. Nee, das war's noch nicht. Ja, da kommen, Digga. Genau. Das ist ja immer der Standard, dass man nochmal einen Dicken schickt. Manchmal auch gern dann wieder ein paar tausend kleine und dann wieder einen Dicken, dann wieder tausend kleine, dann wieder einen Dicken und dann nochmal tausend kleine. Und dann kommt der Riesendicke. Meine Güte. Sehr gut. Dann reicht's hier aber. Na, sehr schön. Bitte. Okay, was war das jetzt für ein Tier? Sieht aus wie so ein... Oh, der ist wohl auch ein bisschen stärker. Ist ja unfair. Da war gerade schon ein starker und no. Jetzt noch ein starken. Okay, so. Dann können wir durch Gab's die... Gab's hier noch irgendwas? Ne, ich glaube durch die Tür müssen wir jetzt einfach... Gut. Oder durch das Tor. Mhm. Okay, da sind schon mal zwei. Ich danke euch, Meister. Ein Wort. Revanche. Und ich habe zwei Worte für dich, Mantis. Palast. Sofort. Ja, Meister Shifu. Brötchen, Reisbällchen. Okay, da ist, wer ist da drin? Die Schlange. Genau. Sie mich herausgeholt habt. Wie seid ihr hier reingekommen? Die größere Frage ist, wie du hier wieder rauskommst. Ich schicke dich zum Palast zurück. Sei vorsichtig. Geh. Okay. Und weiter geht's. Da ist wieder so ein komischer Schwertkämpfer. Mit einem Stab kämpfender Wolf. Okay, dann fehlt ja noch das Äffchen und Tigers. Genau. Also Monkey und Tigress. War hier noch eine Münze? Ja, gut. Obwohl, die heißen ja alle, wie sie auf Englisch heißen würden. Ja, also, keine Ahnung. Ja, Monkey halt Affe. Ich weiß die ganzen Namen jetzt nicht, ja. Crane halt gar nicht. Mantis ist ja Gottesanbeter. Grimm. Genau. Gibt es überhaupt einen männlichen Gottes? Ja, nee, wie heißt denn Gottesanbeter? Genau. Einfach nur. Ja, und dann sie heißt ja, naja, Tyrus hatte schon irgendwas mit Tiger zu tun, aber... Genau. Ist die Schlange noch gleich? Snake? Nee. Ja. Aber, nee, weiß ich echt nicht, wie die Schlange heißt. Ich glaube, die fällt aus dem Rahmen. So, da haben wir ja so einen dicken. Aber da hinten ist auch noch so eine seltene Münze. Vielleicht kommen wir und da. Und Häschen. Oh, okay. Ja. Das war etwas. Och, nö. etwas vor. Das war auch sehr selbstmörderisch. Auch so, oh, Münzen, oh. Ja, ich glaube, du musst dann da so rüberspringen. Ja. Also, die verhauen erstmal und dann. Genau. Ja, da wäre jetzt so der Bauchklatscher von Po ganz gut, ne? Auf jeden Fall. Das haben die extra gemacht, weil wir den Bauchklatscher von Po so extra super stark trainiert haben. Haben wir gesagt, nee, jetzt müsst ihr immer mit dem Blöden da spielen. So. Lalalala, das nimmt kein Ende.
Ja, gut, dann egal. Seltene Münze brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann hau erstmal alle und dann. Jo. Dann sehen wir weiter, wenn wir noch alles kriegen. Aber wie die Schlange heißt, das wüsste ich jetzt doch schon ganz gerne mal. Tja, Snake. Was gibt's noch auf Englisch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich google das jetzt mal still und heimlich, ohne jemandem das zu sagen. Ja, das. Während du weiterspielst. Das klingt schlau. Und dann sage ich nachher, wie sie heißt. Und alle denken, ich bin total intelligent. Ach, dieser blöde Affe nervt ja jetzt gerade ein bisschen. Hast du nicht noch irgendwie so einen Superangriff? Ja, der funktioniert bei dem irgendwie nicht. Also dieses Hochhüpfen und auf Körbe springen klappt hier irgendwie bei dem nicht. Ja, aber das finde ich halt auch irgendwie so komisch, dass man nicht... Ja. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie blocken kann oder so. Tja. Ah, also die Schlange heißt Viper. Ah. Was ja auch einfach eine Schlangenart ist. Genau. Ja. Ja. Der ist immer noch da. Na, dann mach er jetzt fertig. Das sagst du so einfach, aber irgendwie macht er mich gerade fertig. Okay, gibt's hier nicht noch irgendwo irgendwas? Oder hau ich jetzt einfach ab? Ne, ich glaube, du musst, oder? Wenn du da jetzt runterspringst, was passiert dann? Na, ich glaube, da ist eine Brücke. Ich fasse es nicht. Nein, nicht. Ah, jetzt. Ja. 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 Nee, da hat mich platt gemacht und wahrscheinlich, ja, selbstverständlich fange ich wieder hier an. Das macht Spaß, das macht Laune. Ja, das ist dann wieder so ein bisschen, so viele Gegner auf einmal sind dann doch nicht wirklich Spaß, sondern eher nervig. Genau. Gerade wenn man die ganze, also das, wenn man einfach gewohnt ist, mit Po zu spielen, da hat man ja auch einfach eine ganz andere Technik. Genau. Da müsste man sich eigentlich auch nur einmal in die Ecke stellen. Ja. Und diesen alles Bauchklatscher platt machen, ja. So, aber erstmal am besten die ganzen kleinen. Mhm. Dann kriegst du den dicken da schon irgendwie platt. Aber da kommen ja auch immer noch mehr aus den Häusern raus. Ja, aber nach einer gewissen Zeit dann nicht mehr. Also. Vorhin war ich ja auch mit dem Äffchen allein. Halt mit unserer Tänzchen. Ja, Kung-Fu-Tänzchen. Genau, so, das war's jetzt. So, dann lass ihn noch, geh mal hin, lass ihn mal angreifen, aber er greift immer so schnell an. Ja, das ist es ja. Und man kann hier nicht mal richtig weglaufen vor dem. Ja. Und ausweichen tut er auch noch. So eine Sau. So, ja, das sieht doch gut aus. Ja, 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 sehr gut. Ja. So, jetzt. Ja, mach ihn alle. Yeah. Sehr gut. Ja, das ist immer der Moment, ne, wo man sich fragt, warum war das vorhin eigentlich genau. So schwer? Ja, das kenne ich auch. Gibt's hier noch irgendwas? Achso, dieser Mist. Nee, auch bitte nicht, nein. Tu mir, weil du eh nicht da lang kommst, sondern dann müsstest du oben über die Brücke rübergehen. Okay. So. Aber ich möchte nicht nochmal sehen, wie wir. Oh, hab. Hier ist jetzt auch die. Ich glaube, zurück. Ja. Okay, und jetzt da unten wohl hin. Oh Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Wie erklärt sich eigentlich, also so spiellogisch und so realweltlogisch, wo kommen diese ganzen Münzen her? Also warum schweben da Münzen in der Luft? Ja, das bleibt ein Rätsel für dich. Das ist deine Hausaufgabe zum nächsten Mal, das zu lösen. Ich glaube, du musst da rechts. Nee, was? Würde ich mal jetzt genau einmal. Ja, stopp. Da, Wolke. Okay.